Flexible Lernangebote zur individuellen Unterstützung von Selbstlernphasen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Veranstaltung und alle Studierenden hätten das gleiche Ausgangswissen. Schön wär's. Die studieren teilweise noch nicht mal denselben Studiengang. Alle Studierenden hätten die Zeit, sich ganz auf ihr Studium zu konzentrieren. Das trifft ja höchstens auf die Hälfte zu. Alle Studierenden hätten dieselben Lernstile, Kompetenzen, Lebensumstände. Ach so, wir sind im Dozentenmärchenland. Aber im Ernst, wie können Sie es schaffen, alle Teilnehmenden auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen? Möglichkeit 1, drauf pfeifen und die Veranstaltung durchziehen. Das löst das Problem nicht, das ist ja das Problem. Möglichkeit 2, die zu weit Fortgeschrittenen etwas vergessen lassen, zum Beispiel durch Vergessenszauber oder Blitzdings. Das soll jetzt aber kein Märchen werden hier. Möglichkeit 3, individuelle Lernangebote erstellen. Sie haben die Wahl. Und sollten Sie sich für die individuelle Unterstützung der Studierenden entscheiden, dann helfen wir Ihnen gerne. Sie können ein Video Ihrer letzten Vorlesung zur Verfügung stellen. Sie können Checklisten oder Selbsttests erstellen. Sie können ein kleines Selbstlernmodul zusammenbauen. Und wissen Sie was? Wenn Sie merken, wie einfach das geht, dann kann das ganz schön Spaß machen. Schauen Sie mal auf https://ilias.uni-gießen.de/wegweiser/lernmaterial. Da haben wir Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Beispiele zum Reinschnuppern. Oder Sie lassen sich von uns persönlich beraten. e-learning@hrz.uni-gießen.de